Waffe weg! Runter auf den Boden! Hände hinter den Kopf! Los! Los! Sag Jordi, dass wir quitt sind. Nicht bewegen. Pierce. Aiden. Smith! Hallo meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Folge 7, glaube ich, von Let's Play Watch Dogs. Ja, wir sind hier gerade im Gefängnis und müssen etwas hacken. Umsehen. Ach, das ist eine lebende Kamera. Okay. Dazu müsste... Okay. Gleich sind wir da. Hoffe ich. Ja, toll. So, ich versuche gerade da unten irgendwie an den wieder ranzukommen. Ach nö. Komm hier. Da. Ich habe was Interessantes gefunden. Etwas namens Bellweather. Ja, ja, Damien. Na, komm. Ah, da geht wenigstens mal in die richtige Richtung. Hier haben wir eine Kamera, genau. Jetzt können wir, haben wir hier noch irgendwas anderes? Nein, okay. Können wir das erstmal hacken. Jordi, ich bin drin. Ja, offensichtlich. Lass den Scheiß. Ich hätte dich reinschicken sollen. Das war dein Fehler. Sie wurden entdeckt. Na klasse. Okay, Jordi muss er nicht anrufen. Wir sollen uns was besorgen. Jordi, ich habe den Plan gefunden.
Wo ist der Trainingshof? Ganz oben. Alles klar, Leute. Seid ihr bereit? Es geht um verdammte Gedankenkontrolle. Genau. Deshalb haben sie Sozialpsychologen angeheuert. Okay. Es gibt keinen Riesenlaser oder Satelliten, aber trotzdem ziemlich cool, oder? Das CTOS sammelt Informationen über wirklich jeden. Und wir können damit spielen. Oh, Scheiße. Muss los. Bis später. Okay. Das ist nicht gut, wenn der uns sieht. Wir wissen, dass die Türen nicht gehen. Aber rein können wir ja auch nicht. Sie wurden entdeckt. Wie schön. Oh, wie schön. So. Wenn ich mich nicht irre, hatte der Typ seinen eigenen Picasso im Gesicht. Hässlich wie die Nacht. Aber leicht zu erkennen. Er ist irgendwo hier oben. Lucky will kein Risiko eingehen. Scheiße, Mann. Ich will auch hier raus. Dann benimm dich. Oh, Bullshit. Wir schießen sich doch nicht. Oh, Swing. Hallo. Unser Gefangenentransport schlug fehl. Also bist du Plan B. Und was sollen wir für euch tun? Was immer es braucht, damit der Kerl redet. Alles klar? Okay. Den Mr. Leonzo. Hallo. Ah. Und wie kriege ich dich jetzt vom Dach? Oh oh. Wer will, dass ich verlegt werde? Wer seid ihr? Wo ist mein Anwalt? Wo gehen wir hin? Antwortet mir! Oh Mann, mir halt mal die das Papiere. Maul! Wo ist mein Anwalt? Wir bringen dich zu deinem Nein, Anwalt. Nicht! Nachdem wir mit dir Was fertig vor? Sind. Ich gehe nicht mit zur Korruption. Halt dein scheiß Maul! Verdammt, ich muss ihn erreichen, bevor sie ihn töten. Also, das ist ein Problem. Die Wachen haben den Kerl geholt. Keller, die sind im Keller. Oh, ganz schlecht. Wie wollen die, dass ich da reinkomme? Hä? Nee, zurück kann ich auch nicht. Oh. Ups.
Ach so, so ist das. Ah. Verstehe den Plan. Mist. So, Mann. Die sind aber auch hartnäckig heute. So, als erstes hacken wir mal den Fahrstuhl. Schnell zu und weg. Gut, der Speicher, das ist schön. Anscheinend wird irgendeine echt krumme Sache von diesem Laden ausgeleitet. Sieh dich an, bringst Ordnung zurück ins Gefängnissystem. Die Tür steht offen und die Etage ist leer. Es wurde kein stiller Alarm ausgelöst, pass auf. Was wolltet ihr zwei kleinen Fische denn da im Stadion? Ohne uns ein Ding drehen? Denkt ihr, wir hätten keine Freunde da oben? Die wollen auch ihren Anteil. Nein, ich sag's doch. Es war kein Ding. Wir wurden gerufen, Mann. Okay. Wir wollen Ludwig nicht an. Wir haben dich doch gewarnt. Glaubst du, wir machen dich nicht falsch? Ich kann das nicht mehr. Okay, Fokus Boost. Ich schwöre. Und dein Kumpel? Was ist passiert? Wo ist der jetzt? Maurice? Haben wir nicht noch irgendetwas Waffiges oder so? Nö. Aber du hast gut. Mach dir selber nicht das Leben schwer. Er ist verletzt! Gehen, Danny! Komm schon, zeig mir dein Gesicht! Oh. Achtung, Schuss aus der Schusslinie! Ich brauche Verstärkung, denn... Nehmt die Flanke! Perfekter Mist! Über die Seite! Wo bleibt die Verstärkung? Bitte keine Verstärkung, so war jetzt das nicht. Nicht gedacht! Köpfe runter! Über die Seiten! Ich hab Probleme! Ja, das hat. So. Seht euch vor! Ziel gesichtet! Rücke vor! War das nicht gedacht?
Ich hab Probleme! Du sitzt in der Kopf! Ruf den Notarzt! Nein! Nicht! Bitte! Wo versteckt es? Da versteckt sich dahinter, okay. Bin unter Beschuss! Verdammt, oh Gott, sie sind alle tot! Aber ist bloß noch einer, dann... oh Gott, ich bin als einziger übrig! Na, das kommt ja wie gerufen. Ich bin sicher, er war da! Augen auf! Mal gucken, was hier alles noch so übrig ist. Anscheinend nicht mehr so sehr viel. Ach doch, da liegt doch noch ein bisschen was rum. Ein paar Sachen kann man ja mal gebrauchen. Hier oben lag, glaube ich, noch was. So, die haben wir anscheinend schon. Und dann holen wir uns nochmal Munition. Okay. Würde ich sagen, auf zu unserem Freund. So. Oder auch Feind, je nachdem. Entriegeln. Hilfe! Irgendjemand! Ruhig. Du bist hier? Wie bist du reingekommen? Es war eigentlich ganz einfach. Diese Hightech-Sicherheitsgefängnisse, die machen es einem echt leicht. Kennen wir uns? Was? Kennen wir uns? Nein. Ich hab dich nie gesehen, Mann. Mhm. Ja, das dachte ich mir. Also du sitzt hier 60 Tage. Bei guter Führung bist du in 30 draußen. Kannst du das lesen? 60 Jahre? Was tust du denn, Mann? Ich zeig dir eine alternative Zukunft. Falls du deine Geschichte unbedingt den Bullen erzählen willst oder einen Deal mit ihnen machst. Wir verstehen uns. Ich brauche eine Einheit in der Wäscherei. Wir haben den Kontakt verloren. Okay, sind dran. Oh oh. Jordi, erledigt. Fantastisch. Jetzt willst du schnell wieder da raus. Ich hab dir schon ein kleines Päckchen geschickt. Wohin? Wo ich wirst sehen. Okay, mal sehen, was Jordi schon wieder... Okay, Fehler, Gesicht... Okay. Achtung an alle Einheiten. Der Verdächtige wurde gesichtet. Einsatzteam erbittet Verstärkung. Und jetzt geht... Och nö. Bitte nicht. So ein, wieder so ein Kampf. Was haben wir doch schon gerade hinter uns? Jam, komm's.
So, wir haben hier eine Kamera, aber die macht es auch nicht besser. Entkommen Sie der Polizei? Ja, die Polizei ist noch nicht an mir dran. Und zweitens, noch ist die Tür nicht auf. Und wie sollen wir das hier eigentlich anstellen? Hier gibt's keine Kameras. Das ist die einzige Kamera, die wir haben. Und die bringt auch nicht viel. Aber wir kommen hier trotzdem nicht durch. Vielleicht machen wir mal den Profiler an. Na gut, das hat ja toll geklappt. Deswegen haben wir trotzdem keinen Zugang dazu. Wenn das damit verbunden sein sollte. Hä? Ich bin gerade verwirrt. Ja, schön. Hä? Kamera. Haben wir deswegen was extra? Nein. Wir haben wirklich bloß das und das Teil. Beziehungsweise, wo geht das eigentlich hin? Für irgendwas muss ja auch noch diese Kamera gut sein. Okay, also momentan sehe ich keine Möglichkeit, da irgendwie rauszukommen, aber ich weiß nicht, hier sind ja alle Türen auch zu. Und da drüben ja wohl auch. Ja, entkommen Sie der Polizei. Okay. Ich sag mal nichts dazu. Was ist mit der Tür passiert? Achtung, Streiter, kommt auf euch zu. Stopp, sonst schießen wir. Thank you.
Aber ich glaube, das war die falsche Richtung. Finde ich ein wenig kompliziert. Au. Okay. Achtung an alle Einheiten. Profiler. Der Verdächtige wurde gesichtet. Einsatzteam erbittet Verstärkung. Da rein und entriegeln. Alle Einheiten fordern Luftunterstützung an. Verdächtiger unter Flucht. Sofort Unterstützung! Nein, habt ihr nicht. Geben Sie auf! Anhalt! Ich meine, das bekam uns vielleicht jetzt auch nicht so gut. Wagen hat die Verfolgung bereits aufgenommen. Ich brauch schnell ein Auto. Menschen, hier fahren wie die. Hey, was soll das? Wir haben ihn im Auge. Los da! Hey, darf ich den Mittelkern platt machen? Au. Ach komm schon. Wieder von hier, Mann. Achtung an alle Einheiten. Der Verdächtige wurde gesichtet. Einsatzteam erbittet Verstärkung. LS, ein Luftunterstützung. Unbekannter Verdächtiger flieht. Bewegung verfolgen und durchgeben. Stopp, over. Sofort! Stopp, sonst schießen wir! Okay. Wir wurden nicht getötet, wir haben uns getötet. Mir ist immer noch keine Strategie eingefallen, wie wir das am besten erledigen. Achtung an alle Einheiten. Der Verdächtige wurde gesichtet. Einsatzteam erbittet Verstärkung. Ich glaube, Splittergranaten sind nicht ganz schlecht, wenn wir da. An alle Einheiten. Wir haben ihn unterwegs. Verstärkung und zwar sofort. Stopp, sonst schießen wir. Der Rest hier ist ein 470 vorgehaltene Waffe. Over.
hinterhergeschickt. Okay, also fahren wir halt getarnt als Polizist, würde ich mal sagen. Verstanden. Eine Hochleistungspatrouille ist auf dem Weg zum Verdächtigen. Wir sind doch selber eine Hochleistungspatrouille, hoffe ich. Also würden wir hier vor der Polizei flüchten können, würde ich sagen, das ist einfacher als erwartet. Der Lech hat ihn verloren, das war's für heute. Der Plan hat echt funktioniert. Meine Identität ist sicher. Jetzt zu Linas Mördern. Ich will den Verantwortlichen. Demian schwafelte von einem zweiten Hacker, jemand, der auch im Mello war. Ich muss herausfinden, was Demian weiß. Oh Gott, Akt 1 in Schale geworfen. Mission beendet. Skillpunkt erhalten. Fähigkeitsbaum öffnen. Was haben wir hier? Helikopterabschaltung. Hergestelltes, können wir da irgendwas machen? Eine Splittergranate wäre ja nicht ganz schlecht. Und nächstes Mal können wir uns ja dann noch einen Blackout dazu kaufen. Fortschrittsbelohnung. Yay. Uplay-Aktion beendet. Keine Ahnung, was das heißen soll. Aber egal. Aiden, das war ein sehr unschönes Treffen. Immerhin lebst du. Wir waren mal Freunde. Ich hab dir so viel beigebracht. Sieh dich an, du bist ein super Hacker. Siehst du das in den Nachrichten? Der Rächer? Du erwähntest deinen zweiten Hacker bei Melo. Okay, so erstmal da. Punkt setzen und weiter geht's. Aber wir wussten schon, dass es noch einen gab. Du hast also was Neues. Ah, spannend, oder? Komm, triff mich und ich erklär's. Erzähl's mir. Dann treffen wir uns vielleicht. Oh nein. Meine Information, meine Regeln. Außerdem müssen wir das letzte Mal wieder gut machen. Ich bin aufgeregt, Aiden. Komm bald. Oh oh. Ich glaub, Damien führt etwas im Schilde, von dem ich lieber nicht wissen will, was es ist. Oh Gott. Dieses Auto. Und dieses beziehungsweise diese Autos. Die machen meinen Ruf auch noch kaputt, wollte ich sagen. Das habe ich schon überlegt. So, ja. Hab. Stopp. Perfekt eingeparkt. Wer hat hier ein Bankkonto? Ah. Guten Tag. Danke für $140. Bitte, bitte. Heilige Scheiße. Hier. So. das musste einfach mal gemacht werden. Mission starten. Ich halt durch, muss mich Junge. Beeilen. Damien Stolz ist sein Schwachpunkt. Das spiele ich aus. Er muss sagen, was er weiß. Dann muss er weg. Er ist zu unbesorgt, zu gefährlich. Das heißt, wir müssen unseren Freund beseitigen, sozusagen. Wo bist du? Die Antwort wird dir sicher nicht gefallen. Weißt du was? Vergiss es. Ich brauche sowieso nichts von dir. Du hast mir nur Ärger gemacht. Das Gespräch ist beendet. Oh, zu spät, Aiden.
Du wirst nicht glauben, wo ich bin. Aber egal, ich schicke dir den Feed. Finde einen Fernseher und sieh selbst. Oh oh. Das ist Nickys Haus. Was machst du da? Beeil dich, mein Junge. Deine süße Schwester braucht dich. Damien! Damien, was machst du denn? Erreichen Sie Nickys Haus. Aber bevor wir Nickys Haus erreichen, sage ich erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like oder ein Abo da. Wenn es euch noch mehr gefallen hat, dann gebt uns doch einen schönen Kommentar. Schreibt was Schönes rein, stellt uns eine Frage oder sowas. Nächsten Mal hoffentlich. Tschüss.